Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Tenora mitgebracht. Mein letztes Tenora-Video ist jetzt schon eine Weile her und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal meinen aktuellen Build, weil da hat sich ja ein bisschen was geändert. Wir wissen ja noch, wir haben einen vollautomatischen und einen Auflademodus, aber wir benutzen nur den vollautomatischen Modus und das hier ist mein aktueller Build. Ich habe drin Einkerbung, geteilte Kammer, Scharfsinn, Punktangriff, bösartige Kraft, widerwärtige Beschleunigung, Hochspannung und vigilante Aufrüstung. Vigilante Aufrüstung super, super, super mega stark in dieser Waffe, weil plus 60% Mehrfachschuss und das hier ist eine Crit-Waffe. Das bedeutet, jeder unserer weißen Treffer hat eine Chance, zu einem Crit zu werden, jeder Crit zu einem Orange Crit, jeder Orange Crit zu einem Red Crit. Und gerade bei solchen Waffen, die einen hohen Crit-Multiplikator haben, ist das halt eben super geil. Ich habe hier jetzt widerwärtige Beschleunigung drin. Aus einem ganz einfachen Grund. Vorher hatte ich Vigilante Eifer drin. Und seltsamerweise werden wir schwächer, wenn wir Vigilante Eifer in dieser Waffe drin haben. Ich verstehe nicht, warum. Weil das hier ist plus 90% Feuerrate, minus 15% Schaden und das hier ist theoretisch noch plus 5% Crit-Chance und plus 45% Feuerrate. Aber ich kann es euch gerne mal zeigen. Also wenn ich jetzt diesen Mod drin habe, also widerwärtige Beschleunigung drin habe, ungefähr 70 Schuss im Magazin verbleibend. Wenn ich den Vigilanten Eifer-Mod reinmache, okay, jetzt 65, habe ich nur noch um die 50 Schuss im Magazin. Warum? Also ich verstehe es nicht. Okay, jetzt sind es immer um die 60 Schuss. Also die Ergebnisse sind variierend, das seht ihr schon. Aber, also ihr seht es jetzt noch nicht, ich habe es ja erst einmal gezeigt euch, aber ich zeige es euch gerne nochmal. Gibt es noch nicht, dass ich das jedes Mal falsch schreibe, diesen Mod. Also jetzt gerade im Vergleich sind zumindest gegen den Heavy Gunner beide Mods gleich stark. Aber warum? Das ergibt doch absolut gar keinen Sinn. Weil wenn wir mal überlegen, hier verlieren wir 15% von unserem Basisschaden. Und bei dem anderen Mod, Vigilant, Eifer, bekommen wir plus 5% Crit-Chance dazu. Also rein theoretisch müsste dieser Mod absolut dominierend sein. Rein theoretisch. Praktisch seht ihr, sind die beiden Mods gleich auf. Beziehungsweise in meinen Tests, die ich vorher gemacht hatte, war es wirklich so gewesen, dass jedes Mal, wenn ich den Vigilanten Eifer drin hatte, dass ich schlechter war als mit dem anderen Bild. So, 52 Schuss nur noch im Magazin. Das ist auch das, was ich ungefähr vorher immer getestet hatte. Jetzt noch einmal hier mit widerwärtiger. Schon wieder falsch, das ist unglaublich. Ganz im Ernst, schaut euch das an, 68 Schuss im Magazin verbleibend. Das ist einfach viel besser als mit dem anderen Mod. Ich verstehe es nicht, ganz im Ernst. Ich habe super viel getestet, ich habe mich unglaublich gefreut, diesen Witchland Mod für diese Waffe zu bekommen. Aber alles in allem, es lohnt sich einfach nicht, weil entweder wir sind schlechter, maximal sind wir fast genauso gut, aber so oder so wird die Waffe dadurch unangenehmer zu spielen. Kompromiss dazu wäre jetzt hier noch der normale Beschleunigungsmod, Feuerratenmod. Wobei jetzt gerade das Ergebnis ja noch schlimmer war. Also, ihr seht es gerade, das ist irgendwie ziemlich, ziemlich seltsam, was hier passiert, wenn wir die Feuerrate verändern. Also,
was sehen wir gerade? Allgemein von allen drei Feuerraten-Mods, die wir da haben, Shred beachte ich jetzt einfach mal nicht, haben wir jedes Mal das beste Ergebnis erzielt mit widerwärtiger Beschleunigung. Warum auch immer? Also für mich persönlich ergibt das absolut null, gar keinen Schaden, gar keinen Sinn, aber ja, was soll ich sagen? Es ist halt so. Also widerwärtige Beschleunigung ist anscheinend hier der beste Mod, den wir einsetzen können, weil ohne Feuerrate können wir die Waffe nicht brauchbar spielen und von den Feuerraten-Mods hat dieser Mod uns einfach das beste Ergebnis gebracht. Ich find's super schade, dass es so ist, aber ja, ist halt so. Also falls wir einen Riven-Mod haben, nehmen wir wahrscheinlich widerwärtige Beschleunigung raus, unter Umständen auch bösartige Kraft oder Hochspannung, je nachdem was unser Riven-Mod drin hat, aber alles in allem dürfte ohne Riven das hier der bestmögliche Bild sein. Nochmal, ich verstehe nicht, warum es so ist. Ich verstehe es einfach nicht. Aber es ist so. Ja, zeige ich es euch mal noch gegen andere Gegner. Eine schön gemischte Palette. Da habe ich jetzt sehr, sehr schlecht gezielt. Aber alles in allem sieht das doch eigentlich nach brauchbaren Ergebnissen aus. Wenn man bedenkt, dass mein Elementartyp jetzt nicht optimal gemoddet ist. So, also, was soll ich euch noch zu Tenora sagen? Also, für mich persönlich ist die Tenora mit einer der besten, also wirklich der besten Schnellfeuerwaffen hier. Also, sie setzt sich locker auf eine Stufe mit Soma, Krakata, Breton Prime. Wobei Breton Prime wahrscheinlich die beste von den ganzen ist, aber muss man ausprobieren und es hängt auch immer mit dem Riven zusammen, den man hat. Also, Tenora, super, super mächtige Waffe, da kann man einiges mit anstellen und vom Levelbereich her, da dürfte locker noch Level 2, 3, vielleicht auch 400 drin sein, je nachdem, gegen welchen Gegner wir spielen, auf welchen Elementartyp wir gemottet haben und. Nichtsdestotrotz, Tenora, super, super starke Schnellfeuerwaffe und wie gesagt, meiner Meinung nach eine der stärksten Schnellfeuerwaffen, die wir momentan hier haben. Falls ich euch hiermit helfen konnte, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.